Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basel-Oase. Ich grüße euch. Ja, ich habe jetzt bin doch noch mal von vorne angefangen. Und zwar hatte ich jetzt hier gerade versucht, was abzustempeln und das hat hier vorne und hinten alles nicht funktioniert. Und damit wollte ich euch jetzt nicht belatschen, deswegen fange ich noch mal von vorne an. Und zwar will ich jetzt im Junk Journal noch mal was gestalten. Und ich wollte euch aber vorher mal die Wahnsinnseule mit den Augen zeigen. Die sind jetzt getrocknet. Sieht das nicht mega aus? Mega, ne? Richtig wie, die guckt einen richtig an. So, jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt klappt. Ich habe jetzt einen Stempel von Stamparia, sind diese Stempel. Und der eine hat jetzt gar nicht geklappt. Jetzt habe ich hier das Problem, dass bei diesem Stempel, der hat gar keine Klebefläche. Das heißt, der müsste noch irgendwie montiert werden. Das ist ja richtig doof. Also entweder klappt das jetzt gleich am Anfang hier oder ich bin gleich mulch. So, ich bin gespannt. Nee, das klappt einfach nicht. Ich glaube, das ist eher das Papier. Ich glaube, es ist das Papier, was nicht funktioniert. Ich werde noch mal anderes Papier nehmen. Ich hole mir noch mal den anderen Block. So, mal gucken, wo habe ich es denn? Ich habe die Blöcke hingeschmissen. Ne. Da auch nicht. Dann muss ich mal kurz einen Block holen. Oh, so, ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich nämlich mehr richtig schönes Aquarellpapier geholt. Jetzt werden wir das Ganze hiermit noch mal versuchen. Und ich werde dann doch noch mal diesen anderen Stempel versuchen. So, du bekommst, weil du bist nämlich ein bisschen zu groß. Das ist zwar total toll, aber zu groß. So, die packen wir jetzt auch mal jetzt einfach mal rein. Ja, gleich machen. Und dieser, der hat eben so eine Schicht drauf. Verstehe jetzt nicht, warum der andere nicht so eine Schicht drauf hatte. So. Dann probieren wir das hier jetzt nochmal mit diesem. In der Hoffnung, dass das jetzt klappt. So. Ich wollte nämlich mit euch zeigen, wie ich die Aquarelltechnik mache. So, jetzt werden wir das noch mal mit dem Stempelkissen machen. Ganz wichtig, wenn ihr Aquarelltechnik machen wollt mit Stempelmotiven, braucht ihr ein wasserfestes Stempelkissen. Weil logisch, wenn ich gleich mit den Aquarellstiften da reingehe und die Aquarellstifte sind ja auf Wasserbasis, das heißt, ich gehe mit Wasser in das Stempelmotiv. Wenn ich den Stempel, also das Stempelmotiv dann mit wasserlöslichem Stempelkissen gestempelt habe, verwische mir die Konturen. Das ist Sinn. Und ich habe hier zum Beispiel das Stess-On Stempelkissen. Das ist ein wasserfestes, waterproof, müsst ihr gucken. So. Bin ich ja gespannt, ob das auf diesem Papier besser geht. Das ist jetzt nicht gleich beim ersten Mal geht, das macht ja nichts. Wer die Stempelhilfe. Auf alle Fälle sieht das schon mal besser aus, aber er hat die ganze Farbe gar nicht abgenommen.
Das ist jetzt richtig schade. Das heißt, ich kann diese Stempel höchstwahrscheinlich nicht in der Aquarelltechnik machen. Weil das wahrscheinlich richtig gut geht auf Papier, was jetzt, wo ich mit Aquarellstiften mal. Aber ich wollte so gerne eins mal mit, also mit Twinmarker malen. Ich wollte aber so gerne mal eins jetzt mit. Also, such das mal mit ein bisschen Druck. Ja, aber man kann die Konturen nicht ganz sehen, weil, wie ihr seht, ist der Stempel auch, also der ist auf alle Fälle nicht geeignet dafür. Gut, dann gucke ich noch mal kurz nach einem anderen Stempel. Ich finde den ja so toll. Oder ich mache den doch, dann ist es eben halt ein bisschen größer. Dann weiß ich auch, was ich damit mache. Genau, das macht der nämlich nicht. Den packe ich erstmal beiseite hier. Und dann werden wir das, ja, muss ich noch mal ein neues Blatt nehmen. Werden wir das mit diesem noch mal probieren. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit bei diesem jetzt, weil der hat ja hinten keine Klebefläche. Stehe ich eigentlich nicht. Die haben alle Klebefläche. Nur das nicht. Doch, die hatten auch. Hast du da zufällig eine Klebefläche abgezogen? Ja, die habe ich abgezogen. Ja, die hatten da so eine Klebefläche. Das war aber nicht so abgezogen. Einfach eigentlich gewesen. Oder warte mal. Das ist ja richtig hoch. So. Wir probieren das jetzt damit nochmal. Ja, das ist natürlich dann ganz doof. Dann nehme ich doch meine andere Stempelhilfe wieder. Ich habe ja auch die DIN A4 Stempelhilfe. Ich will ja diese Stempelhilfe hier. Passt nämlich auch das DIN A4 Blatt ran. Ja, das sind dann eben halt mal so die Schwierigkeiten, die dann auch auftauchen können. Da muss man einfach dann rumprobieren. Nicht aufgeben, sondern einfach rumprobieren. So, und jetzt mache ich das nämlich so. Ich habe, mache da jetzt einfach doppelseitiges Klebeband. Und zwar habe ich hier, das ist hier nicht permanent klebendes Klebeband. Ich mache das jetzt einfach mal so in der Mitte. So, ne, das wird nicht gehen, dann geht es jetzt gleich wieder ab. So, ich mache da jetzt mal so einen Streifen Klebeband drauf. In der Hoffnung, dass ich ihn damit hochheben kann. Das geht, wunderbar. Dann haben wir schon mal Problem Nummer 1 gelöst. So. Und jetzt werden wir den schön eintünchen mit Stess-On, wasserfesten. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man so einen Stempel hat, der dann noch erstmal montiert werden soll. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Ich mach das mal so.
Masse schon so ein bisschen drauf. Dann versuche ich das nochmal. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann kriegt ihr das gar nicht zu sehen. Dann nehme ich mir einen Stempel von Crafters. Da habe ich keine Lust mehr. Nehme ich Mulch. Das sieht gut aus. Da kann ich mit arbeiten. Jetzt muss ich hier unten noch mal so ein bisschen. Doch, das geht. Das können wir nehmen. Dann lag das wirklich an dem Papier. Ja, das ist hier unten nochmal das Rad. Ja, das kann ich nehmen zum Kolorieren. Das geht. Ja, gut, dann werde ich den gleich zur Seite legen, den Stempel, und dann werden wir das. So, gut, das funktioniert. Das kann ich jetzt nehmen, das Motiv. So, das heißt, dass das On kann erstmal zur Seite. Dann kann das raus. Stempel gut wieder abkriege. Ja, das geht auch. Habe ich jetzt hier erstmal zur Seite, kann ich nachher sauber machen. So, jetzt muss ich nur das Klebeband. Oh, das klebt da natürlich jetzt richtig dolle drauf. Oh, das ist ja doof. Ja, also das war dann auch nicht so schlau. Ja, das mache ich dann nachher. Oder vielleicht macht Schatzel mir das machen. Schatzel, kannst du mal gucken, ob du den Rest Klebeband hier abkriegst, weil ich kann das sonst nicht zumachen. Ich habe den Stempel, muss mit beiden. Gut. So. Das war jetzt eben halt mit diesem anderen Papier, mit dem dünneren. Das hat gar nicht funktioniert, aber das ist ja jetzt, das hat jetzt funktioniert. So, und das werde ich jetzt kolorieren. Muss ich erstmal hier alles ein bisschen zur Seite packen, einen Schluck Kaffee nehmen. So, ich habe mir jetzt zurechtgelegt, einmal einen Stempelblock, da will ich die Farbe gleich drauf machen. Und Tücher, um auch den Pinsel, den Wassertankpinsel wieder abzuwischen, und ich guck mal, was ich da jetzt für Farben nehme. Ich habe hier so ein schönes, kräftiges Gelb. Ich glaube, ich nehme mal nicht ganz so ein kräftiges Gelb. So, das sind jetzt die Aquarellstifte von Action. So, sieht da gar nichts. Ich glaube, ich muss da mal so ein Stück weißes Papier drunter machen. Ja, dann sehe ich das nämlich besser. So. Und jetzt fange ich an, das zu kolorieren. Die Akzente setze ich zum Schluss. Ich fange jetzt erstmal an,
das, den Grund zu malen. Das geht natürlich auch gut mit Aquarell-Buntstiften. Habe ich euch auch schon gezeigt. Aber jetzt wollte ich einfach mal diese Stifte benutzen. Und das mache ich eigentlich immer so, dass ich erst so ein bisschen grundiere, kann man schon bald sagen, und anschließend dann die Akzente setze. Ja, bei solchen Motiven braucht man ja auch nicht so pingelig sein. Da mal so ein bisschen drüber malt über die Striche, das ist überhaupt nicht tragisch. Und ihr seht, gerade so mit der Aquarelltechnik, finde ich immer, geht das auch relativ schnell. Dann nehmen wir gleich mal die nächste Farbe. Dann nehmen wir euch mal so ein etwas quietschiges Gelb. Seht, dass ich da gar nicht so drauf achte, dass ich da ganz normal, ganz sauber male. Wenn dann nachher die ganzen Schattierungen dazukommen, dann sieht man das nämlich gar nicht mehr. Ich finde dieses Motiv auch mega. Ich mache mit euch hier oben das Oberteil und das Unterteil mache ich dann außerhalb der Kamera. So, jetzt fange ich schon mal an, mit so ein bisschen Akzente zu setzen. Jetzt so ein bisschen braun. Dann gehe ich da auch gleich noch mit Metallic-Farben rein.
mal einfach jetzt nur diese Schattierung hier so nach. Die schon so vorgegeben sind. Das macht einfach mega Spaß. Also ich finde alle Techniken des Kolorierens toll. Ich habe da keine, wo ich sagen würde, das ist jetzt so meine Lieblingstechnik. Schatz versucht gerade verzweifelt meine Stempelhilfe wieder hinzukriegen. Also da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, das Klebeband war ein bisschen hart. Ja, das Klebeband war zu fest. Ein bisschen zu doll. Ja. Ja, bei Action gibt es auch oft Set, wo dann so ein Wassertankpinsel schon bei ist, falls ihr so einen nicht habt. Und ich meine, es gibt da sogar so einzelne Pakete. Auch mit Wassertankpinsel. So, ich finde, das sieht schon richtig cool aus. So, jetzt mache ich da noch mal so ein bisschen Orange mit rein. Ein bisschen Orangenton. Bisschen Wasser wieder drücken. Also nicht so. Nur so ein bisschen Akzente haben, so ein bisschen. Also ein klein bisschen Orange. Und dann habe ich gleich den Metallkasten. Oh, das war zu doll. So viel Orange wollte ich da eigentlich gar nicht. So, jetzt hole ich mal den Metallkasten. Das ist ja dieser hier. Ich weiß gar nicht, ob das den noch gibt. So, und da gehe ich dann mal schön in Gold rein. Mal gucken, das ist zu viel Wasser.
Es gibt ja noch so einen schönen Metalleffekt. Die sind so toll, diese Kästen mit diesen Metallfarben. Seht wieder, ich bin ganz still, ne? Ja, dieses Kolorieren, das hat auch bei mir so eine beruhigende Wirkung. Das sieht so cool aus. Der Stempel ist ja schon so cool. Diesen ganzen Schatten da drinne. Nur schade, dass er sich so schwierig abstempeln lässt auf so Aquarellpapier. Aber da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. So, das sieht einfach mega aus. Ich noch mal diese weiße. Ist nur Perlmutt. So, mal gucken, ob man das gleich gut sehen kann, dass es so ein bisschen glänzt. So, also mir gefällt das total gut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, doch jetzt kann man das sehen, ne?
bis es so ein bisschen glänzt. So, und den unteren Teil mache ich jetzt alleine und zeige euch das, wenn das fertig ist. So, jetzt habe ich das unten auch angemalt und ich finde, das sieht so schön aus, das Motiv. Und das gibt ja diese Glitter-Drops. Da nehme ich jetzt mal so ein bisschen von dem goldenen. Gucken, ob ich den schon auf hatte. Nein, da sind dann immer, ist immer so eine Schutzschicht noch drauf. Ja, ich bin immer noch mit meiner Erkältung noch nicht ganz durch. Habe ich gerade ein bisschen kratzen. So, das mache ich mir jetzt hier drauf. Dann nehme ich dann meinen Pinsel. So. Ach so, das kann man festdrehen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich meinen Pinsel hingeschmissen habe. So, dann nehme ich den Wassertankpinsel. Ne? Ich habe nämlich sonst eigentlich so einen ganz feinen Pinsel. Aber den finde ich jetzt hier gerade nicht. Mache ich den schön trocken. Wichtig ist nur, dass danach richtig auswischt, dass ihr den richtig auswascht. So. So, und jetzt setze ich hier noch so vereinzelt so ein paar Glitzer drauf. Bisschen darf das auch glitzern. Es muss dann gut durchtrocknen und der Glitzer geht dann auch nicht wieder ab. So. Nur, dass da so ein bisschen Glitzereffekt drauf ist. Ich mag das leiden. Glitzer ist ja nicht so jedermanns Sache. Aber ich finde, zu diesem Motiv passt das. So, das reicht mir auch schon. Und nun glitzert das noch so ein bisschen. Ist erstmal so ein bisschen metallisch und es glitzert so ein bisschen. So, jetzt muss ich das alles wieder sauber machen und dann bin ich wieder da. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe das jetzt ausgeschnitten, denn auch auf schwarzen Tonkarton geklebt und es nochmal ausgeschnitten. Und damit will ich jetzt das Schreibbrett machen. Ich hole das nochmal und gucke mal, ob das reinpasst. So zum Drunterlegen. Ja, wunderbar, das passt. Das kann man, glaube ich, ne, das wird nichts, dass das da reinkommt. Das macht ja nichts, hatte ich aber auch schon ja gesagt. Und ich werde das dann in die Mitte packen. Das habe ich jetzt geschnitten auf 19 x 12 cm. Und jetzt werde ich das beziehen. Dafür habe ich hier so ein weißes Stück Papier. So, da gucke ich mal. Ah, ich glaube, ich beziehe das. Bin gerade am Überlegen. Doch, ich mache das mit Flüssigkleber. Mal sehen, ob das geht, weil es so ein ganz dünnes Papier ist. Wenn nicht, reiße ich das wieder ab. Wenn er zu doll durchkommt, der Kleber. So. Nö, das ist okay. Das geht. So, dann wird das jetzt erstmal so geknickt hier.
das da gleich rüberziehe. Schneide ich jetzt. Ja, schmeiß doch die Schere nicht auf den Fußboden. Hinten gefallen. So. Man merkt, man wird älter. So. Da schneide ich jetzt hier so ab. Und ich schneide also nicht ganz bis dran, sondern ich lasse da an der Ecke noch so ein Stück frei. So. So, jetzt kommt hier auch schön Kleber rauf. Auch hier gerade so die kleine Ecke hier. Dann wird das Ganze darauf gesetzt. So, was ich dann gleich vorhabe, ich hoffe, dass das funktioniert. Aber wir werden sehen. So. Ein bisschen wie Geschenke einpacken. Und du sollst es auch halten. Versuche ich jetzt so ein bisschen rein zu nütteln. So. Damit dann die graue Ecke hier nicht rausguckt hier vorne. So ein bisschen rein. Dann so ein bisschen umnütteln hier. So. Genau. Das sieht doch schon mal schön aus. So. Und das soll jetzt ja da drauf. Jetzt will ich ja noch richtig schön da drauf kleben gleich. Passt fast darauf. So, und jetzt hole ich wieder mein Lieblingsstempelkissen. Hol mir ein Stück Papier. Das habe ich ja immer vom Drucker, was so wegkam, so vom Papier und so. Das habe ich ja auch immer drin. Gerissen. Dann kommt hier meine Unterlage. Meine Bürste. So, und da werde ich jetzt ich hoffe, dass das auf diesem Papier auch geht. Ja, geht. Bleib auch drauf. Super. Ich erst bedenken, aber dann hätte ich was anderes gemacht. So, und so gehe ich jetzt hier Stück für Stück runter.
machen wir da jetzt so, so eine Art Wolken. Andersrum machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ich hier dann noch. Ah, nochmal. Ich bleib natürlich nicht hängen. So. Ja. Ich drehe das hier nochmal um. Habe ich da schönes Muster drauf und das sieht dann schon gleich viel besser aus. Möchte ich den Rand jetzt auch noch mal machen. Mal gucken, ich hatte doch nicht gerade am Überlegen, habe ich den Tonstempel hingelegt mit den Ecken. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich den habe. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich hatte ihn da natürlich direkt vor der Nase. Und da ist ja dieser coole Stempel dran. Den werden wir jetzt mal ausprobieren. Übrigens in der Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, in dem Album, ist noch so ein tolles Stempelset so mit einer Blumenvase und Zweigen und so drin. Das ist auch ein tolles Set, um Hintergründe zu machen. Also wenn ihr Lust habt, da nochmal zu schauen, einfach kommt einfach in die Facebook-Gruppe. Den Namen dazu findet ihr hier. Oder ihr geht in die Infobox und dort könnt ihr den Link anklicken. Und das Album findet ihr dann in der Gruppe. Uah. So. Ich finde den mega, den Stempel. Mal sehen, wie der abgestempelt aussieht. Ist da jetzt überhaupt was drauf? So, dann stempeln wir ihn noch mal hier unten hin. Ja, mega. Achso, ich habe meine Stempelunterlage gar nicht genommen. So eine schöne Stempelunterlage. Ja, mega. Das hat doch gleich Art. So, den packe ich gleich zur Seite. Das auch. Kann ich gleich aufräumen. So, und jetzt nehme ich wieder mein Fingerschwämmchen. Und mache hier den Rand noch.
Papier ist auch so leicht glänzend, das finde ich richtig schön. So, das sieht doch schon richtig mega aus. So. Das reicht mir jetzt auch alles hier. Hier kommt mal weg, damit ich hier wieder Platz habe. So. Und das kommt dann da gleich so rauf. Jetzt kann ich das schon mal wegnehmen, damit man es hier besser sieht. Ich finde, das sieht so schick aus. So, jetzt brauche ich natürlich noch für hinten ein Blatt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da jetzt nehme. Ich glaube, ich nehme das hier. Das passt am besten dazu. Finde ich von der Farbe hier passt das ganz gut dazu. So, und das schneide ich jetzt. Ich hatte das 19x12. Also schneide ich das ein bisschen kleiner, mache ich das 18,5 x 11,5 cm, ne 0,5 cm kleiner. So 18,5 x 11,5. Und das glänzt nämlich auch so ein bisschen, deswegen passt das da stilmäßig so richtig schön dazu. So, und das kommt dann nämlich hier hinten rauf. Die Rolle habe ich übrigens von Amazon mal mir gekauft. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt mal wieder sauber kriege. So, nun soll das da drauf. Das mache ich jetzt auch mit Flüssigkleber. Ich sage ja immer, das ist ja der Action-Alleskleber, der alles klebt. Das ist echt Hammer. Metallsachen, da bis jetzt hat der bei mir wirklich alles geklebt. Natürlich der Nachteil, dadurch, dass er Lösungsmittel hat, riecht er natürlich ein bisschen stärker. Also ich würde jetzt nicht unbedingt da mit Kindern mitarbeiten. Da würde ich dann lieber den Taggy klonen. So. Ach, na komm hoch hier. Boah, na doch, Kleber drauf. So. Okay, das alles geht gerade rauf. Und ich finde, das ist doch eine richtig tolle Schreibunterlage. Zum Schreiben muss man das natürlich da umdrehen und reinlegen, weil sonst habt ihr hier die Hoppel, weil es ja doch so ein klein bisschen erhöht ist, aber ich finde, das ist doch richtig cool. So. Ich finde, das ist so cool geworden. Es glänzt jetzt auch so ein bisschen. Und jetzt auch mit dem Stempel das nochmal so einen richtigen Touch gekriegt. Jetzt holen wir mal das schöne Journal. So, ja, die Eule, die ist so, so mega. Mit diesen Augen. Ich muss euch das nochmal zeigen. Das ist so mega. Mal gucken, was wir da so reintun.
So, und jetzt muss man sie zum Schreiben natürlich so rumnehmen. Ne? Und dann kann man sie da drunter legen und dann kann man auf den ganzen dünnen Blättern schreiben oder auch zeichnen. Das geht ja auch. Ne? Oder wenn ihr zum Beispiel jetzt hier drauf was stempeln möchtet, dann könnt ihr die auch unterlegen und könnt dann hier drauf was stempeln. Ne, das geht auch alles. So, und dann kommt die einfach hier so zwischen zwei Signaturen rein und wird dann da einfach so reingelegt. Ne, jetzt merkt man auch, es wird langsam Schritt für Schritt auch ein bisschen schwerer. Ne, das Journal. Ich muss nur noch mal gucken, wie ich das mit der Schließe mache. Das weiß ich noch nicht genau. So, nun liegt das denn da so drin. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auch das nächste Video weiter mit diesem Journal machen. Ich habe da nämlich schon eine Idee. Vielleicht komme ich auch heute noch dazu, mal schauen. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Nachmittag. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.